Herzlich willkommen zu Exploding Kittens, dem verrückten Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und Laserstrahlen. Und natürlich Ziegen. Exploding Kittens ist wie gesagt ein Kartenspiel und ist für 2 bis 5 Spieler geeignet. Ich werde das Spiel gleich mal für 4 Spieler aufbauen. Bevor ihr die Karten mischt und verteilt, müsst ihr alle 6 Entschärfungskarten aus dem Kartendeck entfernen, genauso wie die 4 Exploding Kitten Karten. Diese kommen erstmal zur Seite. Dann mischt ihr die restlichen Karten und verteilt an jeden Spieler 7 Karten. Außerdem bekommt nun jeder Spieler eine Entschärfungskarte. Die übrigen beiden Entschärfungskarten werden in den ausliegenden Kartenstapel gemischt. Bei 2 oder 3 Spielern mischt am besten nur 2 Entschärfungskarten in den Stapel und legt den Rest wieder in die Schachtel. Außerdem kommen jetzt die Exploding Kitten Karten mit ins Spiel. Davon mischt ihr immer eine Karte weniger, als es Spieler gibt, in den Kartenstapel. Sprich, bei 5 Mitspielern werden alle 4 Karten in dem Stapel positioniert, bei 4 Spielern werden nur 3 Karten in den Stapel gemischt, bei 3 dementsprechend 2, bei 2 1. Der Sinn dahinter ist, sobald ein Spieler eine Exploding Kitten Karte zieht, explodiert dieser Spieler und verliert das Spiel. Es sei denn, er kann die Karte entschärfen. Dazu kommen wir aber später. Nun werden wie gesagt alle Karten gemischt. Der gemischte Kartenstapel kommt in die Tischmitte. Nun bestimmt ihr einen Startspieler. Kommen wir nun zum Spielverlauf. Jeder nimmt seine 8 Startkarten auf die Hand und kann sie sich nun ansehen. Es gibt einige verschiedene Karten, unter anderem Katzenkarten und Aktionskarten. Es steht jeweils drauf, was diese bewirken, ich werde aber gleich genauer nochmal darauf eingehen. In jeder Spielrunde hat ein Spieler nun die Möglichkeit, entweder zu passen, also gar keine Karte zu legen, oder eine Karte zu spielen. Diese wird dann offen ausgelegt und die Aktion auf der Karte befolgt. Nehmen wir an, dieser Spieler passt diese Runde. Nach der Runde muss ein Spieler immer eine Karte nachziehen. Außer er hat eine Karte, die etwas anderes sagt. Sagen wir, dieser Spieler passt jetzt auch und zieht eine Karte. Beim Nachziehen der Karten kann es irgendwann dazu kommen, dass jemand eine Exploding Kitten Karte zieht. Sollte dies der Fall sein, muss er diese sofort offen aufdecken, da er bei einer Exploding Kitten Karte explodieren würde und das Spiel verloren hätte. Allerdings hat jeder Spieler zum Anfang eine Entschärfenkarte. Dann spielt er also diese Entschärfungskarte und explodiert somit nicht. Diese Karte bleibt neben dem Stapel liegen. Die Exploding Kitten Karte kann er nun in den Stapel reinmischen, an welche Stelle er möchte. Am besten derjenige macht das unter dem Tisch, sodass die anderen Spieler das nicht sehen. Er kann seine Karte ganz oben drauf packen, ganz unten oder mitten rein. Er darf auch abzählen, an welche Stelle, sich aber dabei nicht die anderen Karten ansehen. Das Ganze geht dann so lange reihum, bis alle Spieler außer einer explodiert sind. Der Spieler, der überlebt, hat gewonnen. Nun möchte ich euch wie versprochen die Aktionskarten erklären. Hier haben wir den Wunsch. Ein Spieler muss dir eine Karte seiner Wahl geben. Diese Karte spielt ihr dann aus. Dann sagen wir, dieser Spieler muss uns jetzt eine Karte geben und der Spieler wählt aber selber aus, welche Karte er geben möchte. Die nächste Aktionskarte ist Hops. Beende deinen Zug, ohne eine Karte zu ziehen. Sehr hilfreich, wenn man weiß, dass ganz oben eine Exploding Kitten Karte liegt. Dann ist der nächste Spieler dran. Des Weiteren gibt es den Blick in die Zukunft. Schau dir die obersten 3 Karten des Kartenstapels an. Diese Karte wird ausgelegt und ihr dürft euch die obersten 3 Karten nehmen und ansehen, solltet sie aber nicht euren Mitspielern zeigen. In dem Fall wisst ihr jetzt, dass ganz oben eine Exploding Kitten Karte liegt. Ihr somit vermeiden solltet, am Ende des Zuges ziehen zu müssen. Die Karten werden nach dem Ansehen wieder in der gleichen Reihenfolge auf den Stapel gelegt. Außerdem gibt es die Karte Angriff. Ziehe keine Karten, der nächste Spieler muss 2 Züge machen. Sprich, diese Karte wird gespielt und der nächste Spieler muss 2-mal vom Kartenstapel ziehen. Es sei denn, er hat auch eine Angriffkarte. Dann muss der nächste Spieler 4 Karten ziehen. Dieser könnte auch wieder eine Angriffkarte drauflegen, dann muss der nächste Spieler 6 Karten ziehen. Eine weitere Aktionskarte ist Mischen. Mische den Kartenstapel neu. Das heißt, ihr spielt diese Karte aus und mischt diesen Stapel komplett neu. Sagen wir, dieser Spieler hat gerade die Mischenkarte gelegt. Jetzt kann ein anderer Spieler reagieren und eine Nö-Karte legen. Nö-Karten verhindern die Aktion eines Mitspielers und ist immer einsetzbar, außer bei einer Exploding Kitten oder einer Anschärfungskarte. Eine Nö-Karte kann allerdings wiederum nochmals genöt werden und macht daraus ein Doch. Somit darf ich doch den Kartenstapel mischen. Zu guter Letzt gibt es ja auch noch die Katzenkarten, die kommen jetzt ins Spiel. Wenn ich 2 gleiche Karten habe, wie in diesem Fall, kann ich diese ausspielen und mir von einem beliebigen Mitspieler eine zufällige Karte ziehen. Dann muss mir der
Gegenspieler die Karten hinhalten und ich ziehe mir irgendwo eine Karte raus. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Drilling zu spielen, sprich drei gleiche Karten. Dann darf ich mir von einem Mitspieler eine bestimmte Karte wünschen. Sprich, ich sage, Spieler 2, gib mir die Entschärfungskarte. Wenn dieser Spieler eine Entschärfungskarte hat, muss er sie mir geben. Wenn er keine hat, habe ich Pech gehabt. Als letzte Möglichkeit gibt es noch die Möglichkeit, fünf verschiedene Karten zu spielen. Mit fünf verschiedenen Karten darf ich mir aus dem Ablagestapel eine beliebige Karte aussuchen. Sprich, ich darf mir hier alle ansehen und mir eine rausnehmen. Die Regeln für die Pärchen und Drillinge und die fünf verschiedenen Karten gelten für alle Karten, nicht nur für die Katzen. Sprich, ich kann auch zweimal Blick in die Zukunft spielen, um mir eine zufällige Karte von einem Mitspieler geben zu lassen. Das waren auch schon die Regeln. Nun wünsche ich euch ein aufregendes, lustiges und vor allem fieses Spiel.